Jonah ist ein richtiger Eyecatcher. Ganz nobles, edel aufgemachtes Stutfohlen hier, viermal weiß gestiefelt. Blue House 50 Cent hat hier seinen Stempel einmal mehr aufgedrückt, mit Edelblut auf der Mutterseite kombiniert. Trotz des jungen Alters des Fohlens schon eine überragende Trabmechanik zu beobachten. Hohes, ausdrucksstarkes Vorderbein, alles schön durch den Körper, Antritt stark im Hinterbein, Galopp sehr gut, Schritt sehr gut. Also auch hier einmal mehr ideales Komplettpaket bei Fiona. Ein weiteres überragendes Typfohlen von Blue Horse Pharrell. Für Körper und Typ kann man hier einfach nur die Höchstnote 10 geben, wie ich finde. Und dazu eine federleichte Bewegungsdynamik. Unterstreicht noch einmal die Noblesse dieses herrlichen Stutfohlens. Also wirklich auch hier tolles, komplettes Stutfohlen, zu dem man nur gratulieren kann. Flora hat mir außerordentlich gut gefallen. Der Typ geht kaum besser, die Trabmechanik geht kaum besser. Auch der Galopp sieht sehr, sehr gut aus. Tolles, tolles 50 Cent Stutfohlen hier. Wirklich überragend. Kann man nur gratulieren. Bei Santiago fällt als erstes der tolle Typ dieses Fohlens auf, das geht kaum besser. Edel, schön harmonisch eingeteilt, tolle Reitpferdepoints und das Ganze kombiniert mit den zacktypischen Bewegungsabläufen, die er ja so durchschlagend vererbt. Tolles Hinterbein, schnell abfußend, schöne Schulterfreiheit, alles ganz ausdrucksstark aufgemacht. Tolles, tolles Fohlen, Santiago. Castello von Kingston aus seiner Dancier-Mutter, noch sehr jung, aber sehr, sehr auffälliger Typ, toll bergauf konstruiert, schön kadenziert und taktsicher im Trab, tolles, tolles Fohlen hier, das sehr vielversprechend aussieht. Yestis La Liga, ein wie ich finde absolut überragendes Hengstfohlen, schon genetisch hochinteressant, Livius hier angepaart an eine Holsteiner Stute,
Hat einen wunderbar langbeinigen, modernen Typ gegeben mit phänomenaler Übersetzung im Trab, ganz ausdrucksstark, taktsicher, ausbalanciert, Galopp und Schritt auch auf höchstem Niveau. Also ein Fohlen, wie man es wirklich nicht alle Tage sieht, von dieser Qualität, von dieser phänomenalen Güte, gibt es in jedem Jahrgang europaweit nicht allzu viele. Tolles Fohlen, hier ist es La Liga.